Und ich Ja. sehe jetzt alles von dir. Und wer damit ein Problem hat, der ist noch einfach zu sehr im Ego. Menschen, die kein Problem damit haben, die sind im Hier und Jetzt und die versuchen loszulassen, loszuwerden, sich noch mehr zu öffnen mit meiner Präsenz, mit meiner Energie. Es ist nur das innere Kind, weil da gar nicht das Angst hat. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, also einmal eben zu wissen, inneres Kind, hey du, wenn ich nachts draußen rumlaufe hier in der Türkei, sage ich auch, Kleine, hier wird uns nichts passieren, verdammt nochmal. Wenn nicht, holen wir uns eine Energie, dass wir dem Angreifer eins ins Fressbrett schlagen, wenn der uns was tun will. Und dann guckt die Kleine mich an und sagt, okay, versuchen wir doch mal. Naja, Gerechtigkeit ist ja wieder der Ausdruck vom Ego. Ja. Der andere, der Dinge immer wieder nur in Schubladen, das ist jetzt schuld und du bist böse und du bist schlecht und da muss jetzt eine Gerechtigkeit. Hallo, wir alle sind die Idioten, auf Deutsch gesagt, die diesen Vertrag unterschrieben haben, dass das jetzt auf diesem Planeten passiert. Wir sind Bingo. selber schuld. Ja, Wir selber ja, haben unterschrieben und ja. die da uns wehtun, das sind unsere besten Freunde in der geistigen Welt. Also bei mir ist so, der größte Schmerz, den ich ertragen habe, hat mich zum größten Glück gebracht in meinem Inneren. Aber es ist nicht für jedermann, das sage ich dir. Ja. Einige natürlich auch, die meinen, oh ja, die ist jetzt Aura-Chirurgin und die rettet mir jetzt den Arsch und ich kann weiter hier sitzen auf meinem Pizza-Pommes-Mayo-Couch. Und dann, das funktioniert nicht. Die, die aber gewillt sind, meine Worte zu verstehen und wenn ich die anschnauze und ich schnauze die Leute manchmal an, weil ich muss immer das machen, weißt du, was derjenige braucht, um weiterzugehen, und das mache ich alles. Und das heißt, man sieht es, man muss die Kraken abmachen, denn das Chakra ausreinigen und dann hast du keine Fremdenergien mehr drin. Aber Dann fangen wir mal an, liebe Annette. Wunderschön, dass du Zeit hast, mit mir über deine Arbeit, über dich zu sprechen. Das freut mich sehr. Ich bin über YouTube, also kann man euch mal dankbar sein, diese Medium, auf dich gestoßen. ja. Du machst, Entschuldigung, du machst was ganz Besonderes. Das habe ich vorher noch nie gehört. Aura-Chirurgie. Also ich kenne jemanden, der kann die Aura sehen beim Menschen, der sieht diese verschiedenen Bereiche, die Farben, und du greifst hier chirurgisch ein. Liebe Annette, erzähl uns doch mal bitte, was du machst, wer du bist. Erst einmal bedanke ich mich für die Chance, hier sprechen zu dürfen, dass du mich eingeladen hast. Ist mir eine große Ehre, dass jemand den Mut hat, mit mir zu reden, weil ich bin ja, wie ich bin. Und es werden immer mehr Leute, die damit klarkommen, mit meiner Sprache, wie klar ich rede, wie Wahrheit ich rede. Und es gibt aber auch noch genügend, die damit nicht klarkommen. Deshalb erstmal danke für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Ja. Und ansonsten, meine Arbeit ist überhaupt nicht zu bezeichnen, weil für das, was ich mache, gibt es gar keinen Namen. Aber der Mensch braucht ja etwas für den Verstand, dass er sagt, okay, da gucke ich jetzt mal rein oder da bin ich jetzt mal mutig, um hinter die Kulissen zu gucken. Und deshalb hatte ich Aura-Chirurgie gewählt. Aber es ist viel mehr. Weil es ist ja nicht nur die Aura. Aura ist ja das, was mich umgibt. Aber ich gehe ja in alle Leben, in alle Ebenen, in alle Dimensionen. Und deshalb ist es gar nicht die Aura an sich. Ja. Aber ich nenne es nur so, um dem Kind eben den Namen zu geben. Also ich war bei deinen Videos sofort mit dabei. Das ist, wie soll ich es beschreiben, wie wenn ich da in einen Film, in eine Ebene hineingezogen werde. Du bist auch sofort präsent, wenn jemand mit einem Anliegen zu dir kommt. Du bist sofort auf dem Punkt. Du bist sofort ganz nah dran. Also man hat jetzt das Gefühl, man liegt sofort auf dem OP-Tisch. Ja, ist auch so. Es Ja. ist so. Ich gucke sofort. Ich kriege ja sofort Informationen. Ich kann es ja nicht so
einfach abstellen, was ich von Menschen erfahre. Ich kann es bis zum gewissen Punkt sagen, stopp, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich muss nicht wissen, was er gestern Nacht gemacht hat oder wie er auf Toilette sitzt. Also Ja. da sage ich dann schon stopp. Aber ich kriege sofort mit, warum Menschen auf mich drauf zukommen, was sie wollen, gucke hinter die Kulissen und muss es aber halt noch lernen, da dann mehr den Mund aufzumachen und noch mehr stopp zu sagen. Weil viele meine Freundlichkeit einfach komplett falsch einschätzen, mit der können wir es ja machen. Und ich bin einfach nur nett, ich bin einfach nur Gott in Menschengestalt, wer immer wieder Gott ist. Und deshalb ist es so, also wer auf mich drauf zukommt, muss wissen, du liegst nackig vor mir und ich Ja. sehe jetzt alles von dir. Und wer damit ein Problem hat, der ist noch einfach zu sehr im Ego. Menschen, die kein Problem damit haben, die sind im Hier und Jetzt. Und die versuchen loszulassen, loszuwerden, sich noch mehr zu öffnen mit meiner Präsenz, mit meiner Energie. Da sind wir bei einem ganz interessanten Thema. Also Ego ist mir auch sehr wohl bekannt. Das haut es mir auch immer wieder um die Ohren. Was kannst du denn den Zuschauerinnen und Zuschauern für einen Tipp geben, wie man das besser zähnt, in den Griff kriegt, dass man nicht tagesbestimmt, lebensbestimmt wird durch dieses mehr oder weniger hilfreiche Ego? Kannst du da einen Tipp geben? Ja, das Ego nicht als Gefahr sehen, sondern Ah. das Ego als Freund. Weil das Ego kann ja nur, muss man sich vorstellen, die haben eine Festplatte in unserer Energie, in unserer Seele. Ja. Und da greift es immer wieder zu und sagt, guck mal, in der Situation ist das passiert, in der das, in der das. Und das Ego hat Angst. Das muss man auch wissen. Weil das, was jetzt kommt, ist es nicht nachvollziehbar für das Ego. Das Ego ist ja einfach nur unser inneres Kind. Und wenn wir uns darüber bewusst werden, dass es ein kleines Kind ist, das sagt aber Mama, guck mal, das ist passiert und das ist passiert damals. Und wenn wir es dann nicht mehr bekämpfen und in den Arm nehmen, das Ego hat Angst. Und indem wir es in den Arm nehmen, sehen wir es, spüren es und in dem Moment geben wir ihm Liebe. Und das Ego, das innere Kind, lässt automatisch dieses, oh mein Gott, ich habe Angst, ich muss gleich schreien, ich muss gleich sterben, los, weil ich so schlau bin, mein Kind in die Arme zu nehmen. Und in dem Moment kriegt es Liebe. Und was macht das Kind? Ach cool, das ist viel schöner, das ist viel besser. Also nehme ich das für Ja. mich auf und lasse die Angst los. Und dann werdet ihr alle merken, es ist sofort neutral. Und Ego muss man sich, kann man sich auch so vorstellen, ich habe einen Ball an Energie. Wo sitzt der? Ich kann da hingehen, im Körper, weil es ist immer im Körper. Es ist ja auch viel im Körper. Nein, ich darf das nicht, ich sterbe, weil der Körper hat ja auch eine Festplatte. Wir müssen ja drei Dinge zusammenbringen: das innere Kind, den Körper und unser Selbst. Und wir stellen uns die Energie jetzt bitte vor uns, oh mein Gott, da ist Angst, Ego sagt, das und das kann passieren. Hey Schatz, bin da, kann ich. Früheres Leben passiert, lass mal jetzt einfach mal wieder gehen und dann spür mal bitte rein. Du gehst rein in die Energie, du siehst sie, du kämpfst nicht mehr dagegen. Oh mein Gott, das ist eine böse Energie. Du gehst rein mit deinen süßen Stelzchen, stellst dich der Energie und dann merkst du, spür mal rein. Bei dir das Gesicht geht auf, die Stirn geht gerade ganz auf, da du erlaubst dir mehr zu sehen, mehr zu spüren über dein drittes Auge. Spür rein, Wolfgang. Und du fährst wieder mehr in deinen Körper. Du spürst die Prana-Röhre. Du fährst in die Prana-Röhre rein, setzt dich mit deinen süßen Arschbacken in deine Körper-Arschbacken und sagst, ich bin jetzt wieder eingerastet in meiner Mitte. Ego kann mir nichts mehr tun. Ja, du weißt, dass ich so rede. Ich bin so und ich kann das nicht abstellen, weil das ist der Fluss meines Seins. Und das Und macht das ist es. dich. Es ist nur das innere Kind, weiter gar nicht, das Angst hat. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, also einmal eben zu wissen, inneres Kind, hey du, wenn ich nachts draußen rumlaufe hier in der Türkei, sage ich auch, Kleine, hier wird uns nichts passieren, verdammt nochmal. Wenn nicht, holen wir uns eine Energie, dass wir dem Angreifer eins ins Fressbrett schlagen, wenn der uns was tun will. Und dann guckt die Kleine mich an und sagt, okay, versuchen wir doch mal. Und dann steht die da und sagt, wer kommt, wer kommt, wer kommt. Also habe ich ihr eine andere Möglichkeit gegeben. Meinem inneren Kind. Dann der zweite, geh in die Energie rein, erlaube der Energie da sein und in dem Moment, wo sie gesehen wird, löst sie sich auf. Ist so. Ich sage immer gerne in meinen Gesprächen, Leute, denkt an die Mieze. Die sitzt vor euch, bringt euch eine Maus und macht immer Miau, Miau. Und wenn ich sage, Mieze, hast du toll gemacht.
Jetzt darfst du die Maus nehmen und gehen. Ja, will die In dem Aufmerksamkeit, Moment ja. löst sich das auf. Und das Dritte ist, das Ego kann richtig gefährlich sein, ein richtig bösartiges Monster. Und ich kenne das sehr gut, das richtig, so besonders bei narzisstischen Menschen. Also die töten ja nur, um Recht zu haben. Ja. Und ich kenne es ja auch von mir. Hallo, ich tue es zwar so, als wenn ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber bin ja durch alle Ebenen genauso durch wie ihr. Dann müsst ihr noch sehen, das Ego wird manchmal sich so festbeißen in der Angst. Bitte, ihr müsst da auch in diese Angst reingehen. Also ihr müsst können ohne müssen und so, ne? Aber stellt euch vor, so ist das jetzt alles, was du kannst. Komm schon. Hast du nicht mehr zu bieten als diese Angst? Und in dem Moment, wo ihr reingeht und dieses Ego dann noch anstachelt, wird es sich praktisch selbst vernichten, in sich verbrennen. Und auch dann seid ihr die Angst los. Also das sind drei Themen, die ihr habt, die ihr ausprobieren könnt, wie ihr mit der Angst Super, klarkommt. super. Das ist toll. Und wenn man das dann so weit geschafft hat, dann kommst du und siehst auf den verschiedenen Ebenen die Beschwerden, die Probleme im Umfeld in der Aura, in der Energie. Und wie greifst du da ein? Kannst du das den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären? Wie arbeitest du da chirurgisch an der Aura? Also es wird ja oft über Farben dargestellt und ich weiß es jetzt von meiner Bekannten, die Farben, die sind manchmal gar nicht da, wo sie hingehören. Arbeitest du dann mit Farben oder wie bringst du das wieder in die optimale Position, in die Harmonie? Wie machst du das? Indem ich mit dem Herzen arbeite. Das, was du jetzt erwartest, ist der Verstand, ist die Ja. Erklärung, ist das, dass der Ja. Kopf weiß, was los ist. Aber ich sehe das und denke, mein Gott, was soll ich denn damit anfangen? Ich bin völlig überfordert, wenn ich mit dem Kopf reingehe in die Ja. Bilder, die mir meine Leute zeigen. Und dann, da ich das aber schon kenne, lasse ich einfach los und denke, okay, wir lassen mal die Energie fließen. Und dann zeigen sie mir an, weil ich sehe es nicht mit Farben. Ich Aha. könnte das zwar auch machen, aber es gibt ja genügend Leute, die das können. Und ich soll ja etwas auf die Welt bringen, was es noch nie gegeben hat. Für das ist Also ja warum nicht soll ich meine da. Zeit damit verschwenden, da jetzt noch Farben zu sehen, weil das bringt mir nichts. Okay, ich sehe eine Farbe, was soll ich damit? Das ist nicht meins. So wie einer sagt, naja, hier, wie kannst du jetzt das Mittagessen kochen? Ja, ist aber nicht meins, weil das ist mit Fleisch und Fisch will ich nicht. Ich esse nur Rohkost. Aha. So muss man sich das vorstellen. Also ich will da gar nicht erst rein und das lernen, wie der das macht. Und bei mir ist es so, es ist unterschiedlich. Ich sehe da wirklich, dass die Leute festgebunden sind. Ich kriege Informationen, ganz viele Sätze, ganz viele Bilder, die ich in irgendeiner Form in Einklang bringen kann. Aber es ist nicht zu erklären, wie ich es mache, weil es ja Verstand ist. Ich arbeite nur mit dem Herz, nur mit dem Göttlichen und dadurch kann ich dermaßen tief reingehen und dermaßen schnell, wenn der Klient Ja, es will, es gibt. etwas erreichen, dass der in 0, nichts seine Ängste los wird und sein Leben komplett auf den Kopf stellen kann und das mit Leichtigkeit. Ich kann das nicht so erklären. Ich sehe wirklich das, was ich sage, in meinen Videos sehe ich, ach, da hast du eine Besetzung und da ist ein Pickel oder da ist ein Viech oder da ist eine Krake oder da hast du irgendwelche Pfeile in dir drin. Ich sage das, was ich sehe und damit arbeite ich. Und wenn ich manchmal nicht weiter weiß, frage ich ja auch, Leute, was mache ich damit? Kann ich es ändern? Wenn ja, wie kann ich es ändern? Und in dem Moment zeigen sie mir dann eine Tür von hinten durch die Brust ins Auge, wie ich immer sage, um das Problem beim Klienten aufzulösen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so Das ist für sehr, deinen Verstand. sehr Danke. bildhaft. Also ich brauche es nicht über mein Hirn laufen lassen, sondern am besten auch übers Herz. Ja, genau. Da kommt Weil es du merkst an. es ja. Ja. Wie du ruhiger wirst, weißt du, nur alleine durch meine Erklärung, du wirst ruhiger, du fährst immer mehr zurück. Alles, wo du jetzt schon involviert warst in dein Drama der Familie, weil, hallo, lieben und bla, man ist im Drama, aber du fährst jetzt zurück, gehst immer weiter zurück auf also an den Rand hinten ins Kino und guckst dir jetzt das große Bild an. Also dieser Satz von dir, ganz weit hinter die Tribüne zu suchen, das hat mir in der aktuellen Situation schon sehr geholfen. Da mal ganz großer Herzensdank dafür, weil ja, wenn man sich aktuell so in das Zeitgeschehen einlässt,
vielleicht als Akteur mit hineingezogen wird, ist wahnsinnig, da wird man ja geradezu zermalmt. Und dieser Wirklich? Hinweis, ja, du gabst ja den Hinweis, Wirklich? zieh dich zurück auf die Bühne, also du machst auch Zukunftsschauen und da durfte ich eine von dir erleben. Wie sieht's denn aus aktuell? Also du hast ja gesagt, damals schön weit zurückziehe und sich das Spektakel angucke. Aber das kann doch nicht sein, da muss doch jetzt irgendwas mal passieren, eine Gerechtigkeit, es geht ja immer weiter, der Irrsinn auf der Welt. Wie siehst du da die Lage? Ja, Gerechtigkeit ist ja wieder der Ausdruck vom Ego. Ja. Der andere, der Dinge immer wieder nur in Schubladen. Das ist jetzt schuld und du bist böse und du bist schlecht und da muss jetzt eine Gerechtigkeit. Hallo, wir alle sind die Idioten, auf Deutsch gesagt, die diesen Vertrag unterschrieben haben, dass das jetzt auf diesem Planeten passiert. Wir sind Bingo. selber schuld. Ja, Wir selber ja, haben unterschrieben und ja. die da uns wehtun. Das sind unsere besten Freunde in der geistigen Welt. Und das ist nur ein Spiel, das wir spielen. Und wir geben so viel Aufmerksamkeit in ein Spiel rein. Und dann wundern wir uns, wir alle geben den Zunder in den Ofen und das brennt und das brennt. Ja. Und anstatt wir unsere Arschbacken nehmen, nach hinten gehen auf die Tribüne hinter dem Plexiglas, ja gut, ich sage dir, da werden Hände gegen knallen, da wird Blut sein oder sonst irgendwas. Aber wir sind sicher hinter dem Plexiglas. Und es ist einfach nur, ja, da ist gerade eine Hand durch die Gegend geflogen, da ist gerade ein Kopf durch die Gegend geflogen, Ja. da ist, oh mein Gott, machen doch wir da rein. Also wieder Öl ins Feuer. Wir müssen hinten bleiben, weil es wird schlimm, weil das muss doch noch lauter der Ruf kommen, dass die ganzen Schlafenden oder sich weigern wollenden noch mehr wach werden und noch mehr Klartext für sich. Annehmen, will ich das jetzt weitermachen oder will ich das jetzt nicht? Also muss es noch schlimmer werden. Aber Gott bietet uns die Möglichkeit, komm nach hinten. Hier sind noch ganz viele Plätze. Aber ich sag dir, irgendwann sind keine Plätze mehr da. Ah, Weil, ich. verstehst du? Das ist ganz wichtig zu wissen, weil Okay, irgendwann ist der Zug abgefahren. Kommt noch ein Zug, das kommt noch ein Zug, Wolfgang, kommt noch ein Zug. ja. Und die Leute sind noch, naja, kommen ja noch 10 Flüge und irgendwann Züge. Aber es kommen irgendwann keine Züge mehr. Ich sag's dir. Du Okay. hast nur eine gewisse Zeit, bis du dich entscheidest, gehe ich jetzt auf Humpelchen oder gehe ich jetzt auf Kumpelchen, ohne dass ich es wieder als negativ bezeichne. Ja, ist doch so. Ich bezeichne Wunderbar. das einfach nur, ja, da liegt jetzt eine Hand. Das Schlimme mache ich da draus. Und wenn wir da sind und uns das angucken, ey, das ist nur ein Spiel. Das da Ja. hinten, das ist mein bester Kumpel, der den gerade abgemurkst hat. Was haben wir denn im früheren Leben auch gemacht? Ja, Täter, Es ist Opfer. nichts anderes. Wir haben genauso viel Scheiße gemacht. Also ich habe es mir dann einmal so vorgestellt, ich war ja lange Jahre auf der Bühne, 20 Jahre als Kabarettist und ich habe mir dann vorgestellt, ja am Ende des Lebens sitze ich dann auch ganz hinten auf der Tribüne und alle Darsteller stellen sich vor, welche Rolle sie in meinem Leben hatte. Da kommt der große Vorhang und da gibt es Applaus für alle Darsteller. Ich bin ihnen dankbar, dass sie sich für so zum Teil bewertend üble Sachen zur Verfügung gestellt haben. Aber sie waren ganz wichtig für mich und meinen Entwicklungsprozess. Kann man das so sagen? Ja, natürlich. Du Ja. hast auch die Möglichkeit, also es wird Gerechtigkeit geschehen aus dem Sinne Gottes. Die Gerechtigkeit, die wir hier aber erwarten, ist die Gerechtigkeit des Verstandes, des Egos oder was immer dahinter ist, ja? Weil es gibt Gerechtigkeit und es wird auch Strafen geben. Und das ist auch so, nur weil man jemanden verzeiht, heißt es noch lange nicht, dass wir weiter mit dem Kontakt haben müssen. Zum Beispiel meine Erzeugerschaften. Ich kann Ihnen verzeihen in jeder Meditation, wo ich es mache, Ja. aber immer wieder sagst, ich will mit euch nie wieder irgendetwas zu tun haben. Auch in der Liebe, auch in der Präsenz. Nur weil ich verzeihe oder nur weil Gerechtigkeit geschehen ist, heißt noch lange nicht, dass ich die dann wieder in meinem Leben haben will, jetzt hier und heute. Es wird Gerechtigkeit geschehen. Und die Gerechtigkeit, sagen Sie mir aber, wird anders aussehen als das, was wir erwarten, damit wir uns wieder gebrauchpinselt fühlen. Für das, was sie uns angetan haben. Also für Was alle so hart ist. werden für einige, richtig hart. Also der Kopf, der wird in Anführungsstrichen, was immer es heißt, Metapher, fliegen. Richtig massiv. Also für alle, die jetzt einen Groll in sich spüren, es gibt ja auch den Ausspruch, die Rache ist mein, sprach der Herr, man braucht sich da gar nicht groß drum kümmern. Das Ja. läuft. Im Gegenteil, Genau. man schickt noch mehr Energie in Konflikte.
wenn man da in irgendeiner Erwartungshaltung ist. Du gibst den Tipp, zieht euch lieber zurück auf die vorhandenen Restplätze der Tribüne und beobachtet. Und solange ihr euch angepisst fühlt davon, dass der oder die mir das angetan hat, müsst ihr bei euch gucken. Der Motor des Angepisstseins ist doch in euch drinne und nicht bei dem oder der. Und das ist auch wieder ein Geschenk, das die uns geben. Die denkt, das ist immer alles negativ. Nein, wieder hinsetzen. Okay, ich habe das Thema schon 10.000 Mal gemacht, ja, dann machst du es noch 10.001. Mal. Und dann irgendwann juckt er oder sie dich nicht mehr und dann haben sie keine Macht mehr. So lange müssen sie da sein, weil ihr wollt frei sein, ihr wollt in das neue Portal, in die neue Ebene und ihr wollt mit eurem Arsch in den Bus. Und ich sage euch, wenn ihr noch zu viel Fett auf den Hüften, auf den Arschbacken habt, kommt ihr nicht durch die Tür. Da ist Und wieder deswegen Zeitreise. sitzt ihr noch draußen an einer Bushaltestelle und steigt nicht ein, weil ihr genau wisst, ich komme da nicht rein. Wie peinlich ist das, dass du mit deinem Arsch da hängen bleibst und nicht durch die Tür gehst? Also bleiben wir da sitzen und arbeiten ab und arbeiten ab, ist doch so. Also deine Und so müsst Bilder ihr das sehen. sind wunderbar, ja. Also wenn du jetzt so sprichst, ich sehe das jetzt, wie jemand einen riesigen Rucksack hätte, einen Backpacker und Ja, versucht mit einem genau. querliegenden Schlauchboot reinzukommen. Wird schwierig. Also erstmal noch Genau. ums eigene Gepäck kümmern. Annette, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also diese Erkenntnisse, diese Position, will ich sagen. Naja, wenn du dein ganzes Leben lang 24/7 nur geprügelt wirst, nur fertig gemacht wirst und nur zerstört wirst, schaffst du es, egal wie schlimm es in dem Moment ist, Türen zu öffnen, hinter Kulissen zu gucken, die dir sonst nicht möglich waren. Also jeder Einzelne hat mir ja dieses Geschenk gemacht, dass ich dadurch durch den Schmerz und den Kummer noch tiefer reingehen konnte in das Rabbit Hole. Und dadurch habe ich Möglichkeiten wie kein zweiter, durch Kanäle zu gehen, durch unterirdische Bunker Informationen zu bekommen wie kein zweiter. Also bei mir ist so, der größte Schmerz, den ich ertragen habe, hat mich zum größten Glück gebracht in meinem Inneren. Aber es ist nicht für jedermann, das sage ich dir. Ja, das glaube ich dir. Es ist nicht für jedermann. Das war dein spezieller, besonderer Weg, der für die Ja. Annette vorgegeben war und ist. Und jetzt unterstützt du Menschen durch wunderbare Weise. Also ich bin wahnsinnig in deinen Bildern drin, wenn du anfängst zu sprechen. Ich hoffe, das geht viele andere auch so. Wie arbeitest du? Wie kann man dich erreichen? Du bist, hast du gesagt, mittlerweile in der Türkei. Ich höre an der Sprache, muttersprachlich bist du, glaube ich, nicht aus der Türkei, eher aus Nein. Berlin oder Brandenburg. Ja, ich bin gebürtiger aus dem Osten. Ich gebe es zu und ich kann es jetzt endlich sagen, dass ich dahinter stehe. Früher hat man sich geschämt, heute denke ich, hey, ihr anderen habt nicht die Erfahrungen dadurch. Ich musste Ja. alles machen. Einmal den Osten knallhart erleben und Ja. jetzt den Westen sozusagen. Und Ja. das beides kann ich zusammenbringen. Und deshalb kann ich beides, also eins ist ja praktisch Wasser und das andere ist Feuer. Und beides kann ich zu Dampf verbinden, so dass dieses, was ja immer noch ist, ach, die Ossis sind alle doof und die Wessis sind so, hey, hallo, wir haben alle dasselbe an Informationen von Vater bekommen und da ist doch ja, wo wir herkommen. Aber ich bin aus Brandenburg, ja, habe sehr lange in Berlin gelebt, also Deutschland ist für mich die absolute Hölle. Jetzt unabhängig von dem ganzen C-Gedöns, Ja. sondern es ist Deutschland, also diese ganze Ebene lebt von mir. Und deshalb musste ich dort weg. Aber da ich ja so extrem fertig gemacht wurde, hat es für mich fast 17 Jahre dann gedauert, bis ich den Mut hatte, alles aufzuarbeiten, dass ich das Land verlasse. Und jetzt geht es einfach nur darum, ich will jetzt dahin, wo ich nie hin konnte, damit meine Seele wirklich mal eine andere Erfahrung macht als Depression, Angst, Panik. Ja. Und dann meine Heimat zu finden, nicht zu suchen, ich finde sie. Und da muss ich mich jetzt leiten lassen. Und dann bleibe ich mal so lange in dem Land und fahre jetzt ins nächste, um dann da zu gucken, wo ich mein Zuhause, mein wahres Zuhause finde. Aber die Erkenntnis ist, solange ich sie nicht im Inneren habe, kann ich es nicht im Außen leben, weil so innen wie außen. Die Und innere hier musste Heimat, ich ja. erst, deshalb musste ich in die Türkei mein inneres Zuhause finden, um jetzt losgehen zu können in die große, weite Welt. Schön.
Und Wieder da habe ich ein. dann halt eine, also man kann mich halt über YouTube anschreiben, Ja, über meine E-Mail-Adresse, wie du es auch gemacht hast. habe ich auch Aber ich habe gemacht. jetzt auch eine Website, die ich dann auch mal in die Öffentlichkeit bringen kann, Ja, dass das man wäre. darüber auch mal die Preise von mir bekommt. Ja. Und für alle, die rumjammern, wer nicht bereit ist, meine Preise zu zahlen, ist nicht bereit, wirklich vorwärts zu gehen. Es ist Ist eine einfach so. Aussage, ja. Und jeder, für jedes Portemonnaie ist etwas da. Wer kommt zu dir, Annette? Auch ja, zu mir kommt jemand, der praktisch schon überall war Ja. und einfach nicht vorwärts kommt, der so verzweifelt ist, entweder ich sterbe jetzt oder es muss sich etwas ändern. Und die kommen dann zu mir. Einige natürlich auch, die meinen, oh ja, die ist jetzt Aura-Chirurgin und die rettet mir jetzt den Arsch und ich kann weiter hier sitzen auf meinem Pizza-Pommes-Mayo-Couchchen Und und dann kann nichts ich in den machen. Bus. Genau, und dann, das funktioniert nicht. Die, die aber gewillt sind, meine Worte zu verstehen, und wenn ich die anschnauze, und ich schnauze die Leute manchmal an, weil ich muss immer das machen, weißt du, was derjenige braucht, um weiterzugehen, und das mache ich alles. Wenn ich die dann anschnauze, und dann gehen die weiter und sie verstehen es eben. Und die kommen weiter, aber ich habe eben doch eine, ja, ich habe jetzt eine Stunde mit dir telefoniert und das Thema ist noch da. Ja, dann musst du halt noch 10 Stunden mit mir telefonieren, 20, bis ich bei der Schicht alles abgearbeitet habe, wo du frei sein kannst und das Problem loslässt. Und die Leute denken ja nur, weil ich kann, weil ich kann. Was ich kann, einmal kommt man und dann ist es alles. Nein, kann ja nicht. Dieses Thema, wo ihr zu mir kommt, das habt ihr so verdammt aufgebauscht. Ich Ja. bin gut, ich vollbringe Wunder, aber ich vollbringe keine Wunder. Das sage ich immer, dieses Paradoxe. Also du hilfst dabei, die Themen zu entdecken, Ja. verschaffst Linderung, aber die endgültige Auflösung, die liegt wie so oft immer beim Klienten selbst, der sich Genau. diese Aufgabe ja auch gewählt hat, wie verdreht sie auch immer erscheinen mag. Also im Grunde genommen bin ich diejenige, die es auflösen darf, aber ich Ja. mache alles immer in Rücksprache mit der Seele. Ja. Und wenn die sagt, nee, ich brauche das noch, ich brauche das Drama noch und ich muss noch an meinem Mann oder meiner Frau festhalten, kann ich mir ja den Mund fusselig reden und ackern und tun, das, was ich ihm verschaffe. 5 Minuten geht es ihm gut oder einen Tag und dann ist das Thema wieder da. Weil was machen sie? Rausrennen, auf, wo ist da jetzt so eine Blase? Ruf auf den Rücken. Ja, mit der komme ich klar. Und dann bin ich aber schuld, weil sie rausrennen und sagen, ich brauche das Thema wieder. Und was man auch beachten muss, der Schmerzkörper, der braucht das wie die Luft zum Atmen, die Emotionen und die Chemie, die im Körper besteht. Und deshalb wird der Schmerzkörper, wenn er denn im Entzug ist und merkt, so, ich brauche dieses Thema wieder, denn Dinge im Außen initiieren, um sich wieder zu vergrößern, noch gefährlicher zu werden und noch lauter. Und deshalb, die Leute müssen immer wieder kommen, bis ich den Schmerzkörper, also müssen von müssen wieder, komplett ausgereinigt habe und der Schmerzkörper im Neutralen ist. Bei mir ist es einfach so, es geht schneller. Das ist der Booster, den ich in die Welt Ja. ransetze. Wo andere sagen, ja, du musst jetzt 4 Wochen diese eine Zwiebelschicht angucken. Hey, du musst eine Stunde mit mir Ja. telefonieren, das alles ertragen, was ich dir sage. Ja. Und dann haben wir die Schicht weg und du musst keine 4 Wochen daran rumdoktern. Ehrlich, die Zeit habe ich gar nicht. Und die Erkenntnis, die hoffentlich daraus resultiert, verschafft dann Ruhe vor dieser Blase und ich suche mir nicht neue Drama oder konstruiere neue Drama, Genau. wenn diese Erkenntnis stattgefunden hat. Ja, Das wenn ist. alles ausgereinigt ist, ist alles, dann hast du keine Andockstellen mehr. Geht ja Wunderbar. nicht. Dann kann ich kommen mit meinem Stecker, da ist keine Steckdose mehr. Und dann ist es dir auch egal. Und dann siehst du auch Veränderung in der Aura. Ich frage jetzt nochmal weg der Farbe. Da habe halt ich nur eine Na, ich sehe. Vorstellung drin. Oder du nimmst es wahr über die Seeleverbindung. Das kann man so sagen. Ich sehe den Körper.
Ja. Also der Körper wird mir angezeigt. Und je dunkler oder je roter, also ich sage ja mal, Exakt. pink und rot ist das Schlimmste an Warnkarte. Ja. Und da weiß ich, dann habe ich immer viel zu tun. Ja. Aber je tiefer es wird, von schwarz zu anthrazit zu grau, weiß ich, okay, da ist nicht so viel. Heißt aber nicht, dass ich dahinter nicht noch was entdecke. Aber ich sehe halt, ja, die Farben, also rot, pink, schwarz, anthrazit. Und wenn das dann weg ist, weiß ich, der Körper ist wieder in der Mitte. Ich sehe das auch. Ich sehe ja jede einzelne Schicht im Körper eines Menschen. Und wenn die da sitzt, wo sie sitzen soll, dann sehe ich das ganze System, dann sehe ich dich als Körperform, aber eben dann nicht deine Augen oder ich kann sie denn schon sehen. Aber für mich geht es dann nur um die Körperform, sitzt alle wieder, der Arsch sitzt auf dem Thron, die Arschbacken sind angetackert, der ist in seiner Welt wieder drinne, überall sind die Myzelzellen wieder rausgewachsen und dann weiß ich, wenn der weiße Heilnebel kommt, jetzt kann ich für den Klienten in dem Punkt nichts mehr tun. Also so sehe ich es. Und dann gehe ich durch und ich spüre, dass es leicht ist. Zum Beispiel, oh ja, da komme ich durch, da geht der Raum auf. Nee, da ist noch ein bisschen hart, dann gehe ich da noch rein und gucke mir das nochmal an. Frage auch immer die Klienten, wie fühlst du dich? Spür mal rein, alles grün in dir drinne. Bist du Alles jetzt grün, ausgedehnt? Du ja. hast einen riesen Arsch jetzt. Das heißt, du sitzt wieder und keiner kann dich von deinem Thron runterholen. Und dann, aber ich sehe es auch an den Reaktionen. Verstehst du am Anfang so, oh ja, mein Leben ist so schrecklich. Und Ja. innerhalb von einer Stunde, ich sage immer, Mike, aus Scheiße Gold. Hört sich gemein an, aber es ist so. Das, was wir im Körper haben, ist Scheiße. Du bist nichts, du kannst nichts, du bist klein, Ja. zu dick, zu dünn, Ja. Zu blöd. da bist du zu kurz, da bist du zu Ja. lang. Ist doch Scheiße, was man uns reingibt. Und wenn ich das rausnehme und die Essenz Gottes vor mir steht, ist Gold. Du weißt, Higher Mind ist für mich die absolute Gottesessenz. Und dann stehen die da in Gold und leuchten und die strahlen und die sind glücklich und die können endlich Themen annehmen, die sich nie haben getraut anzunehmen. Und wisst ihr, das zu machen, dafür mache ich, da Ist lohnt sich toll. das. Und deshalb stehe ich auch immer wieder auf, wenn ich merke, die Transformation ist zu schlimm. Hat sich deine Arbeit im Verlauf der letzten 2 Jahre verändert? Also vorher war ja auch ein Thema, du siehst Quallen, Kraken, Fremdenergie. Da sage ja auch einige, das hat sehr stark zugenommen oder nimmt sehr stark zu. Nimmst du Ja. das auch so wahr und was kann man da Ja. tun? Ich sehe das, dass viele teilweise Eier in sich drin haben, die Alien, so wie in eine Brutmaschine, sagen, setzen die gerne die Dinger in uns rein, weil das machen die über die Chakren und da sitzen die Kraken gerne dran. Und das heißt, man sieht das, man muss die Kraken abmachen, denn das Chakra ausreinigen und dann hast du keine Fremdenergien mehr drin. Aber ist doch klar, man muss sich doch diese ganzen gehörnten Anhänger so vorstellen, immer mehr verlieren sie die Macht über andere Seelen. Und über diese Macht haben die erlebt. Und die haben ja nun nicht den Verstand so wie wir, dass wir sagen, wir setzen uns hin und wir arbeiten jetzt daran, dass die keine Macht mehr haben, sondern die kommen so in die Angst, wir müssen das nachvollziehen. Das ist auch nur in Anführungsstrichen eine fehlgeleitete Seele. Und die haben da auch ihre inneren Kinder und die drehen völlig durch. Ja. Also, damit die inneren Kinder Ruhe geben, weil das Kind brüllt und brüllt 24/7, erhöhen die den Druck in der Hoffnung, dass es dann besser wird und das Kind aufhört zu schreien. Und das ist eben, dass die Angriffe sich immer mehr zeigen und das eben immer mehr mit uns passiert. Aber wenn ihr keine Kraft mehr über uns zieht, die Leute denken immer, ja, aber das ist wieder eine Energie und wieso heike jetzt schon wieder eine Besetzung? Naja, weil es einfach so ist. Warum muss ich darüber reden? Es ist so. Die Sonne geht auf, es wird dunkel, es ist fertig. Und je weniger die Möglichkeit haben, über uns zu leben, das muss man wissen. Und umso weniger schmerzhaft werden die Angriffe. Aber natürlich, man macht mehr und mehr, man drückt einfach mehr auf die Hupe. Ja, was müssen wir machen? Wir stecken was in unsere Ohren, wir hören die Hupe noch. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Angriffe zwar immer noch nervig sind und die wirklich einige jetzt noch raushauen werden und das liegt da und das ist so hier bald. Da müssen wir wirklich Ohren zu. Das hört man denn in der nächsten Monatsshow. Die Ja, Ohren bin ich zumachen. gespannt, ja. Ja.
Das ist ganz doll wichtig, macht die Ohren zu, weil immer wieder da hupen, da hupen, da hupen. Und damit bringen die uns auch durcheinander, Also wenn wir bei uns bleiben. diese Hupen, das ist die Angst, das sind zum Teil Ja. Nachrichten, das sind Genau. Mitmenschen, Hallo, genau. Ihr müsst das Transportiere. machen. Genau. Ihr müsst das machen oder eben kein Strom mehr oder ich sehe auch Geschäfte, also hier jetzt und heute. Das ist ja das Schöne, das kann sich ja immer wieder verändern. Was machen die Leute? Oh, super, sofort ist die Sehung anders. Aber ich sehe halt Geschäfte, die zu sind. Und so heute bleibt das Geschäft geschlossen. Oder eine Woche auf Grundlage von Quarantäne oder XY, also jetzt nur wieder als Metapher. Und so was werfen die immer mehr in den Raum. Gut, dann kann ich halt in den Lidl nicht. Ja, dann gucke ich, wo kann ich zum Beispiel zum Bauern gehen? Weil ganz ehrlich, das muss passieren. Weil wie soll denn bitte, wenn die uns das nicht wegnehmen, sich die neue Zeit zeigen, die neuen Möglichkeiten und die Bauern eine neue Plattform bekommen, über die sie ihre Produkte an uns ranbringen. Gute, Weil das geht ja, gesunde das muss ja weg, Produkte. verstehst Ist du, es so, muss weg, damit die Leute ihren Arsch wieder in Bewegung setzen zum Bauern und der dann endlich, das, was ich auch in anderen Sehungen schon gesagt habe, den Respekt persönlich vom Kunden bekommt, was Lidl ja nie weitergeben würde. Ganz Die ehrlich. Wertschätzung. Also du sprichst mir aus der Genau. Seele. Ich bin Landwirt. Ja, ich Und weiß ja. genau, von was du redest. Und das fehlt uns Landwirte, diese Wertschätzung. Wir machen das ja liebend gern, gute Produkte herstellen. Und es gibt immer noch viele Landwirte, auch Direktvermarkter. Wir haben jetzt ein neues Netzwerk bei uns gegründet. Es ist da und bitte nutzt es. Du sprichst mir aus der Seele, genauso ist es, Annette. So wird es aber. Ihr werdet Ja. euch dadurch gefüllter fühlen. Und wenn ihr gefüllt seid, so innen wie außen, könnt ihr die Produkte, die ihr macht, doch viel mehr füllen. Damit die Leute dann sagen, okay, ich muss nicht mehr zu Aldi, ich kann jetzt zum Wolfgang gehen, da zahle ich zwar 1 € mehr pro Kilo, aber wenn ich das esse, wie ich mich fühle, wie beim inneren Kind, ich gebe dem was anderes und dann lässt er los. Und so macht ihr das auch. Und deshalb muss das zugehen. Damit die Leute begreifen, okay, wir müssen jetzt zu unserer Basis, auch da zurück. Also, das ist alles positiv zu sehen, ganz ehrlich. So ist es. Also alles hat zwei Seiten und geht eine Tür zu, öffnet sich vielleicht das Scheunentor und Genau, nicht nur vielleicht, definitiv. verwandelt Denk sich, an die Scheuklappen, weißt du? Wenn die abgenommen werden, oh mein Gott, ich bin in der Flugzeughalle. Ich habe nicht nur diesen kleinen Raum, sondern ich kann viel mehr kreieren. Also die Leute, die werden sowas von aufgehen, da gibt es so viele Birnen in den Köpfen, also von denen, die wollen. Es ist natürlich auch noch eine ganze Menge, die weiter dem Gehörnten hinterherrennen wollen, aber es ist ihre Wahl. Und das wird dann Entscheidung. noch richtig schlimm, so à la China und so, weißt du? Die Wahl ist da, die Richtung können wir entscheiden. Wunderbar, ganz toll. Annette, ganz herzlichen Dank. Es war wunderbar. Mit deinen Worten schaffst du Bilder, die sind ganz nah bei mir. Und ich freue mich auf deine nächsten Videos. Und wie man dich erreicht, das werden wir unten im Video dann verlinken. Herzlichen Genau, ich Dank. schicke dir die Website. Alles Gute für dich. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. S'leven is schön, s'leven is schön, s'leven is schön, s'leven is schön, wenn ich's nur seh.